Hallo und herzlich willkommen zu meinem Weihnachtsvideo, das ich heute mit euch zusammen machen möchte. Mein Name ist Franziska und ich wohne in einem Pflegeheim oder Seniorenzentrum aufgrund meiner chronifizierten Anorexie. Heute ist Heiligabend und ich werde mit euch eine kleine Weihnachtsfeier machen. Ich probiere es. Jetzt gehen wir noch ein bisschen nach draußen, da die Sonne oder es warm geworden ist, möchte ich den Tag mit einem Spaziergang beginnen. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass ihr mich auch gerne abonnieren dürft, wenn ihr möchtet. Meine Videos handeln vor allem über Anorexie und aber auch andere Themen, das Leben allgemein, den Alltag im Pflegeheim, es gibt auch Beauty-Szenen, es gibt verschiedenes, es ist ein vollgepacktes Überraschungstool, eigentlich kann man so sagen. Wenn du interessiert bist, bleibe doch dran, wenn du alleine an Weihnachten bist, erst recht, dann können wir zusammen sein. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Bis später, vielen Dank. Es ist kalt, meine Finger sind nicht durchblutet, ich friere, ich muss nach Hause. Jetzt bin ich am Bahnhof, es hat viele Leute, die nach Hause gehen und mit Geschenken beladen. Ja, und ich bin alleine, aber es macht mir ja nichts aus. Ich sehe so kahlköpfig aus, jetzt kommt der Zug, ich muss aufhören. Die Krippe, könnt ihr mal beobachten. Schön. Hallo zusammen. Und nun sind wir an unserem Kleid. Ui, das Glöcklein möchte nicht sitzen hier. An unserer kleinen Weihnachtsfeier. Es ist zwar noch Nachmittag, ich war draußen und ich habe gemerkt, ich bin so erschöpft, dass ich die kleine Weihnachtsfeier vorziehen werde. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid zusammen mit Leuten heute am Abend, am 24. Heute ist ja der 24. Dezember und nicht alleine oder ihr seid alleine und habt es aber trotzdem gemütlich und könnt es trotzdem genießen. Es ist die Nacht oder die heilige Nacht. Jesus ist geboren und es ist die Zeit der Liebe, des Schenkens, des sich gerne haben und oft streiten sich die Menschen ja in dieser Zeit. Wir dürfen dankbar sein, dass wir in dieser schönen Wohlstandsgesellschaft leben dürfen und nicht am Gazastreifen oder sonst in einem Kriegsgebiet ohne Schutz, in Angst und Not. Ich bin so dankbar, dass ich hier bin. Ich habe es heute wieder gemerkt. Ich bin zwar früh aufgestanden, ich bin schon um 3 Uhr auf den Beinen gewesen, aber trotzdem, ich bin behütet und es geht mir gut. Ich bekomme meine Nahrung, ich bekomme alles, was ich brauche. Gestern habe ich noch nach Brasilien telefoniert und es war so schön. Ich hatte Heimweh, ich weiß nicht, wie man das Sehnsucht nach Brasilien. Heimweh, ich glaube, man sagt das in Deutschland auch so. Ich wollte retour, ich wollte zurück ans Meer. Sie haben jetzt Sommer, sie haben warm und es hat scheinbar mehr Leute. Jetzt ist die Rebellion. In Brasilien feiert man die Weihnachten nicht so wie hier. Man feiert eher das neue Jahr. Man den Silvester, man geht dann mit weißen Kleidern an den Strand.
und feiert den Silvester und feiert ins neue Jahr hinein. Und da haben sie großen Anlauf an Touristen von der ganzen Welt, die kommen, und ganz Brasilien ist in Feierstimmung. Und ich war, als ich in Brasilien war, habe ich die Tradition immer durchgezogen und habe ein Bäumchen gemacht mit Kugeln und habe halt trotzdem meine Weihnacht gefeiert, weil dort war ich nie alleine, ich war immer mit Freunden zusammen. Und sonst in meinem Leben war ich eigentlich immer alleine, entweder im Spital oder sonst zu Hause. Früher war ich manchmal auch eingeladen bei einer Freundin, das war eine so liebe Frau. Sie hat immer Menschen eingeladen, die alleine sind, alleinstehend sind und niemanden haben. Und später dort meine Schwester hat mich zu sich geholt. Aber seit ich hier bin und auch schon vorher, ist das nicht mehr so. Ich hatte die Kraft auch nicht mehr. Als Kind war es unwahrscheinlich schön für mich. Da klingelte dieses Glöcklein, wir warteten auf dieses Glöcklein und konnten dann ins Zimmer rein, in die Stube rein. Und die Zellermusik lautet, die Zellerweihnacht, das ist ein Weihnachtsspiel von Burkhard, wie heißt der zum Vornamen? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Auf jeden Fall, es ist eine Weihnachtsgeschichte, die in der Kirche spielt. Ein Weihnachtsspiel mit Kindern und wunderschönen Liedern. Und wir haben immer diese Zellerweihnacht gehört mit der Orgel und haben mitgesungen. Und dann haben wir auch noch Musik gemacht und dann durften wir uns gegenseitig beschenken. Das war natürlich wunderschön und später gab es dann noch ein Abendessen. Das war meine Kindheit, in der Kindheit die Weihnachtsfeier. Ich weiß gar nicht, gingen wir vorher oder nachher noch in die Kirche. Es war einfach ein schöner Tag und man fieberte drauf auf diesen Tag. Und heute bin ich alleine, ich werde heute früh ins Bett gehen, da ich ja die Medikamente wieder einnehmen muss, dann um 12 Uhr und um 10 Uhr. Und ich merke, ich bin schon wieder mit den Kräften am Anschlag. Und ich habe von euch noch herzliche Weihnachtswünsche, Glückwünsche bekommen. Ich danke euch, ich bedanke mich dafür. Der Kanal, der lässt zu wünschen übrig, er kommt nicht recht in Fahrt, er bleibt einfach stehen und ich weiß nicht, was ich falsch mache, ob ich das Thema wechseln soll, ob ich doch noch Beauty oder Fashion reinbringen soll. Jemand wünscht sich, dass ich jetzt jedes Mal einen Nagellack vorführe. Es ist nicht meins, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie mich desabonniert, wenn ich das sage. Ich habe auch andere Sachen. Ich habe zum Beispiel hier, das ist eine Schande, eine ganze Schublade voll Lidschattenpalette. Zum Beispiel diese Weihnachtspalette, diese Lorac Gold. Palette. Ich habe Paletten, aber das ist ja auch nicht das Thema. Ich möchte gerne über Themen sprechen. Von der Anorexie, von Krankheiten. Warum sind wir Menschen so alleine in der heutigen Zeit? Warum ist das so? Ich möchte mit euch noch Pakete auspacken, die ich bekommen habe. Den Adventskalender habe ich ausgepackt. Außer diesem nicht. Da möchte ich noch ein Türchen dann aufmachen. Und warum sind wir alleine? Wir sind früher zusammen gewesen. Wir hatten noch kein Internet. Wir waren noch zusammen. Wir brauchten uns gegenseitig. Ich telefonierte mit meiner Freundin stundenlang. Und wir trafen uns. Wir gingen hinaus.
Wir gehen in den Ausgang. Das machen wir heute ja auch. Die Jungen machen das weiterhin so. Aber man trifft sich ja jetzt auf dem Internet oder im Internet. Und es ist nicht mehr das Gleiche. Ich bin froh, dass ich das habe, weil ich hier alleine bin. Man hat mich verlassen, als ich ins Pflegeheim musste. Haben mich die Leute einfach verlassen. Ich weiß nicht weshalb, was der Grund ist. Ist es die Scham, ins Pflegeheim zu gehen? Ist es die Konfrontation mit dem Tod, der hier halt allgegenwärtig ist? Es sterben täglich Leute oder oft Leute, vielleicht nicht täglich, manchmal sind es mehrere am Tag, manchmal wieder wochenlang niemand und dann wieder. Es ist immer so Abwechslung drin, es ist so ein Phasen, gehen wieder ein paar miteinander. Und ich bin ja auch hier zum Sterben. Und ja, es ist mir schon bewusst und auch wieder nicht. Und ich möchte mir das Leben, ich bin ja im Palliativstatus, ich möchte mir das Leben doch noch lebenswert machen, also die Qualität vom Leben muss stimmen, damit es mir gefällt, aber ich möchte die Leute nicht vergessen, denen es noch schlechter geht. Ich möchte dankbar sein für das, was ich habe. Und jetzt möchte ich mit euch mein Weihnachtsgeschenk von meiner Freundin, die mich treu jeden Samstag zu besuchen kommt. Ich kenne sie nicht von früher, ich kenne sie von einem Geschäft, in dem ich arbeitete. Sie war eine Kundin, ich arbeitete dort im Verkauf. Sie kam oft in den Laden und ich habe sie dann mal in der Stadt getroffen und wir haben gesprochen miteinander und seit dort ist sie meine Freundin und sie kommt mich jeden Samstag besuchen. Ich darf auf sie zählen, ich darf sie anrufen, jederzeit. Und sie hat mir gestern dieses Geschenk vorbeigebracht. So ein schönes Papier müsst ihr mal schauen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Es ist so schön. Und sie hat mir gesagt, es sei etwas Zerbrechliches. Ich muss also vorsichtig sein. Ich möchte auch das Papier nicht kaputt machen. Ich wünsche euch auch ganz viele schöne Geschenke oder schöne Momente. Es müssen ja nicht Geschenke sein. Ich habe heute an Mitbewohnern Geschenke vorbeigebracht und sie wurden verlegen und haben gesagt, sie hätten für mich nichts. Aber das ist ja nicht das, was ich bezwecken wollte. Ich wollte mich nicht bereichern, sondern wollte Freude machen. Aber es ist nochmals ein Weckbetrag, das ist super. Ja, das hat mich erfreut, dass sie Freude hatten, dass mich friert es wieder, wenn ich daran denke, wie sie strahlten, als ich ihnen das Geschenk überreichte. Und wie ich jetzt strahle. Jö, sie hat mir wieder eine Vase und Federn bedeuten mir so viel. Schaut, wie schön. So hübsch. Vielen Dank, meine liebe Freundin. Mein Vater hatte immer eine Feder bei sich, als er im Sterben war. Und ich habe jetzt immer eine Feder bei mir zur Erinnerung an meinen verstorbenen Vater. Also diese Feder bedeutet auch etwas für meinen Vater. Dann, was habe ich noch? Ich habe gar nichts mehr. Ich habe heute noch etwas vom... Aber das ist etwas süß, das ist nicht so. Es sind nur noch Briefe. Ich möchte noch ein Türchen mal aufmachen. Ich mache jetzt diese Nummer 8 auf. Die lacht mich an. Damit ich noch ein Päckchen aufmachen kann. Mal schauen, was ich da hinten probiere. Ein Tonnenbaum kommt. Und dann zweite auch noch. Und alles drauf. Es ist ein Pony von Danko. Dieses hier
Ich kann euch auch solche Sachen zeigen. Ich kann euch zeigen, wie man sich schminkt, wenn ihr das Bedürfnis habt. Ich habe jetzt keine Beautyboxen mehr. Ich habe das abbestellt, da ich ja jetzt so viele Sachen bekommen habe, dass es genügend ist. Und ich möchte das alles jetzt zuerst aufgebraucht wissen, bevor ich wieder etwas ordere. Ich möchte für die Zukunft nicht mehr konsumieren, ich habe es schon mal erwähnt. Ich möchte in der Zukunft mich zurückhalten, auch in dem Ausverkauf nichts einkaufen, außer ich brauche jetzt noch etwas. Aber im Moment kommt mir nichts in den Sinn, ich müsste eher noch wegräumen. Ich bin am Verschenken und ich werde auch mit Caritas noch Sachen bringen. Aber jetzt bin ich vom Thema wieder etwas weggekommen. Ja, meine Weihnacht ist jedes Jahr dasselbe. Das Traurige, was mich am traurigsten mich empfindet, sind, dass man die Kerzen, sie sehen zwar aus wie echte Kerzen mit dem Tuch, aber es sind elektrische Kerzen. Wir dürfen hier keine Kerzen anzünden. Und das ist etwas, was mich traurig macht, weil ich rieche den Kerzenduft gerne, auch die Wärme von der Kerze habe ich gerne. Und das habe ich früher immer zelebriert zu Hause. Ich habe in der Weihnachtszeit habe ich immer Kerzen angezündet und im Kerzenlicht schon am Morgen früh. Und das habe ich nun jetzt einfach mit den künstlichen Kerzen. Und das ist schon eine andere Stimmung. Und auch einen Christbaum. Ich habe mir nie einen Tannenbaum gekauft. Nie. In meinem ganzen Leben nie. Ich finde es auch vom natürlichen her nicht schön. Man züchtet diese Bäume extra für ein paar Tage, die man sie aufstellt und danach vernichtet man sie wieder. Sie dürfen nicht lange leben. Es ist wie bei den Tieren. Ich kann es nicht verstehen. Und auch die Plastiktonnen, das ist Plastik, das man nicht verwertet, das geht, das kann man nicht kompostieren, das bleibt, das macht die Meere kaputt, das geht ins Grundwasser, das zerstört alles. Das ist ja auch bei den Kleidern, das Polyester. Das zwar ist auch wieder so ein Polyesterstoff, das ist eine Strumpfhose. Und das ist auch künstlich. Ich bin im Moment gar nicht naturmaterialisch angezogen, dafür schäme ich mich. Und ich möchte in der Zukunft auch mehr darauf achten. Geflogen bin ich nicht mehr. Ich laufe alles. Ich schaue, was ich tun kann, was mir möglich ist, dass ich nicht zu sehr die Umwelt belaste. Aber es geht halt manchmal nicht ganz so, wie man es sich wünscht. Und dann bin ich traurig, dass ich das nicht machen kann. Aber ich schaue, dass ich auf vieles verzichten kann. Jetzt, ich weiß nicht, was ich noch erwähnen soll. Ich möchte euch das nächste Video noch bekannt geben. Das nächste Video wird ein Thema sein, wie gehe ich mit dem Medikament Antidepressivum um, wenn ich eine Essstörung, sprich eine Anorexie habe. Weil die meisten Antidepressivums machen ja, dass man zunimmt. Das steht in den Nebenwirkungen. Doch ich kann euch schon jetzt beruhigen, ihr werdet nicht zunehmen. Ich habe auch ein Antidepressivum. Ich habe Medikamente, bei denen steht, ich nehme zu, aber es passiert nichts. Wir sind so gepolt im Kopf, dass es nicht passiert. Kann ich schon mal vorweg. Und früher war die Behandlung im Spital oder in der stationären Therapie, Psychotherapiestation, immer mit Medikamenten verbunden, immer mit Psychopharmaka verbunden,
nie ohne, ich war vollgepumpt von diesen Mitteln, zum mich ruhigstellen natürlich, zum Zunehmen auch. Aber ich habe trotzdem nicht zugenommen. Das kann ich schon mal sagen. Aber ich möchte noch vertieft in dieses Thema reingehen. Wenn ihr Lust habt, dann schaut ein. Und wenn euch diese kleine Weihnachtsfeier gefallen hat, es ist jetzt wirklich sehr im Kleinen gewesen, dann dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben und einen kleinen Kommentar schreiben. Ihr dürft mich auch abonnieren, ich wäre wirklich dankbar. Ich mache euch auch Shorts, ihr müsst euch ein bisschen achten. Ich mache jetzt täglich einen Short. Und dort kann ich Nagellacke zum Beispiel vorstellen, weil dieser Short geht eine Minute lang. Da könnt ihr mich sehen und sonst wird es einfach wie vorher ein Video pro Woche geben. Ich kann nicht so viel vom Pflegeheim filmen aus Datenschutzgründen. Da muss ich aufpassen wegen dem Personal und den Mitbewohnern. Deshalb spielt sich halt viel im Zimmer ab. Das ist etwas schade, das wünscht ihr ja euch immer so den Tagesablauf, aber es ist halt nicht möglich. Ja, und ich danke euch für eure Treue, für alle, die mir treu nachfolgen. Ihr seid liebe Schätze, ihr schreibt mir immer so liebe Worte. Es berührt mich immer tief im Herzen und ich danke euch für das. Das ist mein Weihnachtsgeschenk. Eigentlich möchte ich euch eine Beautybox zusammenstellen, doch es ist zu teuer für nach Deutschland zu verschicken von der Schweiz. Ich habe gesehen, die Influencer aus Deutschland machen auch keine Beautyboxen in die Schweiz. Und die meisten von euch sind aus Deutschland oder Österreich und da zahle ich halt 30 Franken Porto mindestens, wenn nicht mehr. Und es ist für mich halt sehr einen großen Batzen und ich muss mal schauen. Ich werde es mir überlegen und wenn ja, dann werde ich es euch bekannt geben im nächsten Video. Für heute mache ich Schluss. Ich wünsche euch ganz, ganz schöne Weihnachten. Ob ihr alleine seid, alle die alleine seid, ich bin bei euch in Gedanken. Ich bin mit euch. Wir feiern zusammen im Herzen. Es ist das Fest der Liebe. Ob wir alleine sind oder in der Familie, wir sind zusammen alle immer. Und es sollte auch unter dem Jahr sein. Es ist immer Weihnachten. Und wir sehen uns nächste Woche. Dann wird es dann Silvester sein. Und wir werden Silvester mit einem Glas Prosecco oder irgendetwas. Vielen Dank fürs Zuschauen und eine wunderschöne Weihnachtsfeier. Vielen, vielen Dank, eure Franziska. Tschüss, alles Gute.